bleeding, so. So, nach der Zeit, zu einem sehr traurigen Anlass, ein erneutes herzliches Willkommen hier im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München anlässlich unserer Pressekonferenz zur heutigen Schusswaffengebrauch im S-Bahnhof Unterföhring. Bevor wir anfangen, die Akteure am Podest sind bekannt, zu meiner Rechten unser Polizeipräsident Hubertus André von der Staatsanwaltschaft München 1, Florian Waldenzierl, und ich möchte Ihnen nicht unterschlagen, Peter Horst, den Vizepräsidenten der Bundespolizeidirektion München. Die Kollegen der Bundespolizei haben heute auch einen wichtigen Beitrag geleistet, aber dazu wird Ihnen jetzt Herr André mehr sagen. Also. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist heute für mich persönlich und für alle Angehörigen des Polizeipräsidiums München sowie für alle an dem Einsatz beteiligten Einsatzkräfte ein sehr, sehr trauriger Tag. Und unsere Gedanken und unsere guten Wünsche gelten in erster Linie jetzt unserer schwerstverletzten Kollegin, aber natürlich auch den verletzten Unbeteiligten. Wir alle hoffen und bangen und beten für sie. Obwohl wir natürlich die Gefährlichkeit unseres Berufes kennen, macht uns diese sinnlose Tat sprachlos und betroffen. Aus einem Routineeinsatz, den wir viele hundert Mal im Jahr durchführen, ist plötzlich ein brutales Gewaltverbrechen geworden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hat sich das Ganze zunächst einmal in der S8 vom Flughafen in Richtung München seinen Ausgangspunkt. Die S-Bahn war zu diesem Zeitpunkt mit ca. 300 bis 500 Passagieren besetzt. In dieser S-Bahn kam es wohl zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die entsprechende Information wurde dann an die Polizei weitergegeben und zur Klärung des Sachverhaltes wurde eine Streife der Polizeiinspektion aus Ismaning und eben gleichzeitig eine Streife der Bundespolizei zum Bahnhof entsandt. Die Polizeiinspektion Ismaning war mit der Streife zunächst als erste Streife am Einsatzort und hat mit der Aufnahme des Sachverhaltes begonnen, wie eben bei einem Routineeinsatz üblich. Und die erste Phase dieses Einsatzes lief auch völlig ohne Probleme ab. Kurz bevor die S-Bahn, die mit ca. 500 bis 700 Personen besetzt war, am Gegengleis Richtung Flughafen einfährt, greift der spätere Täter aus dem Nichts den Kollegen, der gerade eben mit der Aufnahme der Daten beschäftigt ist, massiv körperlich an. Dieser stürzt und es kommt anschließend zu einem Gerangel zwischen den Einsatzkräften und dem Täter. Bei dieser Auseinandersetzung gelingt es dem Täter, sich der Waffe des Kollegen zu bemächtigen. Und in der Folge dann kommt es zur Schießerei, wobei der Täter die erlangte Waffe leer schießt und sie dann letztendlich auf dem Bahngleis zurücklässt. Der Täter flieht in südlicher Richtung aus dem Bahnhof und wird dort von zwei Bundespolizisten verfolgt. Der dritte Beamte der Bundespolizei, der eben zu dieser Streife gehört, kümmert sich um die Verletzten und kümmert sich um die Personen auf dem Bahnsteig. Den beiden Bundespolizisten gelingt dann im Pförtnerhaus beim Eingang West des Allianzgeländes die Festnahme des Täters. Der Täter war zu dieser Zeit eben unbewaffnet. Bei dem Täter handelt es sich um einen 37-jährigen Deutschen, der in Bayern geboren ist. Seine aktuelle Aufenthaltsadresse ist uns derzeit nicht bekannt. Es gibt verschiedene Anlaufpunkte und Kontaktstellen, bei denen wir gerade mit der Abklärung beschäftigt sind. Unsere Kollegin ist lebensbedrohlich verletzt
Daneben wurde neben dem Täter wurden zwei weitere Männer verletzt, befinden sich ebenfalls in stationärer Behandlung. Die Verletzungen stammen aus Schussverletzungen. Unsere Kollegin ist 26 Jahre alt, ihr Streifenpartner 30 Jahre und wie gesagt, sie stammen beide aus dem Bereich der Polizeiinspektion 26 Ismaning. Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft München 1 und hier im Auftrag der Staatsanwaltschaft München 1 zunächst einmal das Kriminalfach Dezernat 1 des Polizeipräsidiums München unter Einbindung des Landeskriminalamtes, weil es ja möglicherweise auch, in dem gehen wir derzeit aus, einen Schusswaffengebrauch von Seiten der Polizeikräfte gegeben hat. Die Ermittlungen gestalten sich sehr, sehr aufwendig, da allein jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, feststeht, dass wir es mit der Vernehmung und der Anhörung von mehr als 200 Zeugen zu tun haben. Aktuell läuft noch immer die Spurensuche und die Spurensicherung im Bereich des Bahnhofs. Wann der Betrieb der S-Bahn wieder aufgenommen werden kann, kann jetzt definitiv noch nicht gesagt werden. Das kann erst dann erfolgen, wenn die polizeilichen Maßnahmen komplett abgeschlossen sind und entsprechend hier der Bahnhof wieder freigegeben werden kann. Die weiteren Maßnahmen sind also jetzt die kriminalpolizeilichen Ermittlungen und eben die Frage, wo hat sich unser Täter aufgehalten? Unser Täter ist insofern polizeilich bekannt, als dass unsere Rauschgiftfahnder 2014 gegen ihn ein Strafverfahren geführt haben wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Er wurde mit einer ganz kleinen Menge Cannabis erwischt und eben hier von uns, von den Kollegen der Rauschgiftfahndung kriminalpolizeilich bearbeitet. Das ist soweit der aktuelle Sachstand. Und jetzt ist vor allem für uns eines wichtig, dass wir eben hoffen, dass unsere Kollegin das einigermaßen heil übersteht. Danke, André. Marcel, wenn ich Sie eine kurze Einleitung seitens der Staatsanwaltschaft bitten darf. Vielen Dank. Es ist natürlich, wie der Polizeipräsident gesagt hat, ganz schwierig, alles wieder auf einen rechtlichen Rahmen so einer Betroffenheit zurückzubringen. Es ist klar, hier haben wir einen Verdacht eines versuchten Mordes. Mordmerkmal wäre hier im konkreten Fall insbesondere eine Tatbegehung mit Verdeckungsabsicht, wie hier ausgeführt wurde. Haben wir ein Geschehen, das im Ganzen vorausgegangen ist in der S-Bahn, wo wir auch davon zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen müssen, dass es hier eben zu einer Straftat gekommen ist. Körperverletzung, das muss natürlich noch weiter abgeklärt werden. Und dann erfolgten eben im weiteren Verlauf die Schüsse auf die Polizeibeamten. Entsprechend wird auch von Seiten der Staatsanwaltschaft, das kann man auf jeden Fall jetzt schon sagen, ein entsprechender Haftbefehl beim Ermittlungsrichter beantragt werden, was sozusagen, um die rechtliche Bewertung vielleicht noch etwas auszuweiten, natürlich auch noch betrachtet werden muss, ist das Geschehen zum Nachteil des Polizeibeamten auf dem Bahnsteig selbst, dieses Gerangel. Das Schubsen, das ist sicherlich auch eine Tatausführung, die über das Übliche, was man unter einem Schubsen verstehen könnte, hinausgeht. Und eben auch, wie angesprochen, das Geschehen in der S-Bahn. Aber das wird sicherlich noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Im Vordergrund steht natürlich der versuchte Mord. Vielleicht noch ergänzend zu dem angesprochenen Delikt, während der Beschuldigte auffällig geworden ist. Hier handelt es sich eben um, wie schon gesagt, eine geringfügige Menge Cannabis, das war im Jahr 2014. Aufgrund der Menge musste man davon ausgehen, dass es zum Eigenverbrauch vorgesehen war. Entsprechend nach den gesetzlichen Vorschriften wurde das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt. Vielen Dank. Dann noch ein Hinweis, bevor wir zu Ihren vermutlich vorhandenen Fragen kommen. Neben den üblichen unappetitlichen Bemerkungen jeglicher Couleur im Netz kursiert momentan ein Foto von einem Personalausweis des angeblichen Täters in den sozialen Netzwerken. Richtig ist, dass dieser Personalausweis dort gefunden wurde. Falsch ist, und zwar zu 100%, dass es sich dabei um den Täter handelt.
Das heißt also, diejenigen, die momentan dieses Bild teilen und weiter publizieren, schädigen hier massiv einen Menschen, der ohnehin schon geschädigt ist, weil er nämlich Zeuge eines sehr traumatischen Ereignisses wurde. Daher der dringende Appell, die Weiterteilung dieses Fotos als angebliches Täterdokument zu unterbinden. Das vielleicht noch als abschließende Bemerkung und damit würde ich jetzt gerne zum Fragenteil übergehen. Wir sind heute sehr, sehr stark vertreten seitens der Journalistenvertreter. Deshalb bitte beschränken Sie sich zunächst erstmal auf eine Frage, damit jeder die Chance hat, dran zu kommen. Bitte. Es soll ja davor eine Schlägerei in der S-Bahn gegeben haben, wo eine Person die andere geschlagen hat. Können Sie dazu was sagen? Und ist der Täter der, der geschlagen hat oder geschlagen wurde? Also der Ausgangspunkt war eben diese mitgeteilte Körperverletzung, diese mitgeteilte Schlägerei in der S-Bahn. Wer jetzt wem sozusagen da wie geschlagen hat, müssen jetzt die Ermittlungen ergeben. Der Beteiligte an dieser körperlichen Auseinandersetzung steht fest, der ist auch uns bekannt, wird gerade eben auch entsprechend vernommen. Daraus muss man dann eben hier die entsprechenden Erkenntnisse ziehen, wie der Sachverhalt in der S-Bahn abgelaufen ist. Es hat offensichtlich eben diese Auseinandersetzung gegeben, die dann auch letztendlich bei uns in der Einsatzzentrale diesen Einsatz veranlasst hat. Zum Verständnis, das ist der, der auch verletzt wurde, dann der Beteiligte. Der Beteiligte ist nach unseren Erkenntnissen verletzt, aber verletzt von der Schlägerei. Weiter. Frau Deutsch. Können Sie nochmal genau den Hergang schildern von der Schießerei? Hat der Täter, der Mutmaßliche, zuerst geschossen, dann die Polizei? Wie war der genaue Ablauf? Wie der genaue Ablauf dieser Situation auf dem Bahnsteig ist, wer zunächst oder wer zuerst geschossen hat, das ist jetzt Aufgabe der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, das ist noch viel zu früh. Wir sind gerade mit den Kollegen der Kriminalpolizei dabei, die entsprechenden Vernehmungen zu machen. Einer der ganz wichtigen Zeugen ist ja auch unser Kollege, der da sozusagen hier ja mit unmittelbar im Einsatz geschehen war. Und erst wenn alle diese Dinge reden, muss man jetzt genau sagen, wer zuerst geschossen hat. Und wie die ganze Sache abgelaufen ist. Das wäre jetzt nur eine Vermutung oder Mutmaß. War die Waffe im Halfter schon durchgeladen oder kennt sich der Täter mit der Waffe aus? Also, das ist auch eine Frage der polizeilichen Ermittlungen, aber grundsätzlich und ganz allgemein, die bayerische Polizei trägt die Waffe immer geladen. Sie ist ja zunächst gesichert. Aber die bayerische Polizei trägt die Waffe im Einsatz immer geladen. Bitte. War das ein Zufallsbekanntschaft in der S-Bahn oder kannten sich diejenigen, die da aneinander geraten sind, vielleicht schon von früher? Das ist mir momentan nicht bekannt. Das ist auch Gegenstand der Ermittlungen, woher sich oder wo sich die Personen bekannt gekannt haben oder die bekannt waren. Das muss jetzt die Ermittlung geben, die muss die Befragung geben. Das sozusagen an der täglichen Auseinandersetzung beteiligt. Bitte? Wenn ich richtig informiert bin, haben ja die Schusswaffen der bayerischen Polizei diese Handballensicherung. Also mit denen kann man ja nicht einfach losschießen. Gibt es irgendwie Hinweise, dass der Täter schon mal so Dinge in der Hand gehabt hat? Das ist richtig. Die Dienstpistole der bayerischen Polizei hat eine sogenannte Handballensicherung. Wer sich natürlich mit der Thematik auskennt, mit der Waffe auskennt, kann dies natürlich auch entsprechend bedienen. Ob der Täter da entsprechende Kenntnisse hat, Vorkenntnisse hat, muss jetzt dann sozusagen auch geklärt werden. Der Täter kann momentan nicht vernommen werden, weil er operiert. Ganz hinten bitte. Gleich dazu. Normalerweise trägt die Polizei ein Holster, das verhindert, dass eine Waffe entwendet wird. Wurde also das Holster hier nicht verwendet oder hat der Täter das ausgehebelt? Der Kollege hat das ganz normale, übliche Pistolenholster, das bei uns sozusagen zur Standardausrüstung gehört, verwendet. Dieses sagt das jetzt auch als allgemeine Information, weil wie die Situation konkret war, muss man dann bei den Kollegen erheben. Dieses Holster verfügt über zwei Sicherungen und es gibt also dann eben den speziellen Einsatzsituationen, dass man die erste Sicherung löst. Und wenn ich aber die Funktionsweise dieses Holsters kenne, kann ich die Waffe natürlich dem Kollegen oder aus dem Holster rausnehmen. Aber dazu muss ich natürlich wissen, wie das Holster zu bedienen ist, oder es gelingt mir eben als Zufallstreffer sozusagen, dass ich den richtigen Handgriff anwende. Ja,
Quatsch. Nur nochmal, um das klarzustellen. Sprich, zu dem Zeitpunkt, wo der Täter die Waffe entnommen hat, war die in dem Polster drin. Das ist unser derzeitiger Kenntnisstand, ja. Weitere Fragen? Frau Dobel. Nochmal zum Ablauf der Schüsse. Es schoss zuerst, also oder es schoss parallel die Polizistin, auf jeden Fall der Schuss, der den Täter traf, stammte von der Polizistin. Weil sonst war ja auch niemand da. Also nochmal, wie genau die Schussreihenfolge war, ist es jetzt wirklich nach diesen wenigen Stunden viel zu früh, um hier sozusagen genau zu wissen, wer wann wie geschossen hat und wer wann wie jemand getroffen hat. Aber die Polizistin schoss auf den Täter. Und wir gehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlung aus, dass die Kollegin von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hat. Ob sich das so bestätigt und wie sie Gebrauch gemacht hat, muss ich jetzt im Zuge der Ermittlungen ergeben. Aber wir gehen nach dem derzeitigen Stand davon aus. Frau Plan. War die Bundespolizeistreife zum Zeitpunkt der Schussabgabe schon da? Oder? Die Streife der Bundespolizei, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sehr, sehr deutlich betonen, ich habe das ja schon bei verschiedenen Anlässen betont, dass wir eine sehr, sehr enge Kooperation mit der Bundespolizei haben und eben uns bei solchen Einsätzen immer auch entsprechend unterstützen. Die Kollegen der Bundespolizei sind erst dann sozusagen dazugekommen, als die ganze Situation kurz vor der Eskalation stand. Sie waren nicht dabei, als sozusagen das routinemäßige Aufnehmen des Sachverhalts erfolgte. Aber dann haben die eben das mitbekommen und haben dann auch gesehen, dass der Täter geflohen ist und sind dann dem Täter hinterher. Aber die haben nicht geschossen? Nach dem derzeitigen Stand hat die Bundespolizei nicht geschossen. Herr Haus, hätten Sie da eine Ergänzung Ihrerseits? Nein, das ist auch unser Kenntnisstand. Die Bundespolizei hat nicht geschossen. Nochmal ganz kurz zu den Verletzten. Klar ist, die Polizistin ist schwerst verletzt, der Täter wurde angeschossen, ist schwer verletzt und die beiden Unbeteiligten. Inwieweit ist da jetzt einer von denen dabei, die in der S-Bahn gestritten haben, also der zweite Fall, der gestritten hat? Also die beiden sind wirklich Unbeteiligte nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, sind noch nicht an der tätigen Auseinandersetzung beteiligt gewesen und sind sozusagen verletzt, mussten operiert werden und sind stationär. Kann man dann nur vielleicht fragen, Mann oder Frau, über das Alter der beiden Verletzten? Die beiden Verletzten sind zwei Männer. Das Alter, Herr Helwig, wissen Sie das? Herr Helwig, kann ich das dann wahrscheinlich sagen. Da kann ich momentan nichts sagen. Also das kann ich einspringen. Alter habe ich nicht, aber einmal ein deutscher, einmal ein rumänischer Staatsangehöriger und beides männlich. Beides männlich und auf dem aktuellen Ermittlungsstand keinerlei Beziehung zu dieser Kontrollsituation. Da war eine Frage. Fanden sich diese zwei Männer in der S-Bahn oder am Gleis? Die tätige Auseinandersetzung war in der S-Bahn, nach dem, was uns berichtet worden ist. Aber die Männer waren am Gleis, weil dort fand ja die Schießerei statt. Also die beiden Unbeteiligten, die verletzt wurden, waren am Gleis, oder? Die beiden zunächst an der Körperverletzung beteiligt sind ausgestiegen, waren am Bahngleis und die anderen sind Personen, die offensichtlich aus der anderen entgegenkommenden S-Bahn stammen. Bitte? Kann man schon sagen, von welchen Schüssen sie verletzt wurden oder ist es noch Stand der Ermittlung? Was meinen Sie denn von welchen Schüssen? Ob der Täter, der hat ja wild um sich umgeschossen oder ob es durch einen Einsatz von der Polizei eben dazu gekommen ist. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, weil das jetzt, wie gesagt, erst einmal durch die Ermittlungen nachvollzogen werden muss und rekonstruiert werden muss. Es deutet einiges darauf hin, dass sie vom Täter verletzt worden sind. Die Dame zuerst und dann Herr Schmidt. Sie haben vorher gesagt, der Täter ist in Deutschland nicht gemeldet. Muss man jetzt davon ausgehen, dass er im Ausland womöglich gemeldet ist oder was können Sie dazu sagen? Also wir können momentan feststellen, dass er eben bei uns, soweit wir die ersten Ermittlungen und Überprüfungen durchgeführt haben, eben zu keiner Wohnadresse geführt hat, ob er und wo er im Ausland genau gemeldet sein soll oder ist. Das muss man jetzt im Grunde genommen im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen erheben. Es hat verschiedene Anlaufpunkte in Deutschland gegeben, auch in Bayern gegeben. Da sind wir gerade dabei, diese Anlaufpunkte und Anlaufadressen anzuzeigen. Hat er denn eine Arbeitsstelle? Das ist die schwierige Frage, wissen wir momentan derzeit auch. Herr Schmidt? Können Sie
erstens was zur Verletzung des Täters sagen und zweitens gibt es noch irgendwas zur Festnahmesituation? Hat er sich gewehrt? Hat er sich widerstandslos festnehmen lassen? Der Täter hatte eine Verletzung im Gesäßbereich und hat sich nach meinen Erkenntnissen ohne Probleme dann von den Beamten der Bundespolizei festnehmen lassen. Hat der Täter denn bei der Vernehmung vor 2 Jahren bei dieser Betreuungsgeschichte irgendeinen Beruf angegeben und damals zumindest einen Wohnsitz gehabt bei uns? Das sind ja jetzt die Ansatzpunkte, wo wir versuchen, eben sozusagen hier abzuklären, was damals sozusagen in unseren Akten vermerkt worden ist. Existiert diese Adresse, sind Personen noch anwesend? Wer kennt sozusagen den Täter und darüber hinaus dann eben letztendlich dann vielleicht an die aktuellen Aufenthaltsorte. Beruf hat er damals keinen. Ja, Sie haben, also ich kann Ihnen aus der Antwort der Staatsanwaltschaft sagen, dass wenn so angegeben ist, ob dieser Beruf stimmt, der damals erfasst wurde, kann man gar nicht sagen, da das zu freiwilligen persönlichen Daten gehört. Damals wurde Elektriker erfasst, wie gesagt, unter dem Vorbehalt, das ist der Informationsstand aus dem System der Staatsanwaltschaft, in der Regel auf Basis der Angaben des Beschuldigten. Die können in der Regel, werden in der Regel nicht überprüft, insbesondere in diesem Bereich. Gibt es Anhaltspunkte, dass der Täter möglicherweise obdachlos war zuletzt? Und können Sie vielleicht Anschlussfrage, was zu seiner psychischen Disposition sagen? Ob der Täter obdachlos war, kann man jetzt nicht definitiv sagen. Wir wissen eben nicht, wo er sich aufgehalten hat. Diese Frage, wie gesagt, kann man mit Ja oder Nein nur dann beantworten, wenn ich weiß, er hat eben keine Wohnung. Nicht gemeldet heißt ja nicht, dass er nicht irgendwo doch sozusagen eine Bleibe hatte. Problem. Ist es möglich, die Dienstrate der beiden Polizisten, der KWI 26, zu erfahren? Die Kollegin ist eine Polizeikommissarin und der Polizeibeamte ist ein Polizeihauptmeister. Ich würde noch interessieren, wer bislang vernommen werden konnte. Also der Täter nicht, er ist im Krankenhaus, aber der andere an dem Streit Beteiligte schon? Der wurde bereits eben zur Vernehmung herangezogen. Ob die Vernehmung schon abgeschlossen ist, weiß ich nicht. Und die Kriminalpolizei beginnt also jetzt Zug um Zug, die mit den entsprechenden Vernehmungen führt ja auch durch. Das ist ja alles nicht ganz so einfach, weil die Zeugen, vor allem die unbeteiligten Zeugen, natürlich von 0 auf 100 in eine extreme Situation gestellt worden sind. Da muss man sehr, sehr sensibel vorgehen und man muss auch Verständnis haben, dass vielleicht der ein oder andere vielleicht dann gar nicht in der Lage ist, etwas entsprechend auszusagen. Dazu würde ich gleich anschließen wollen. Wie lief das denn ab? Also die haben ja in der S-Bahn selber irgendwie mitbekommen, dass da Schüsse fielen. Am Bahnsteig waren Leute. Wie hat man diese Leute dann weggebracht? Fuhr die S-Bahn weiter oder wie? Nein, die S-Bahn blieb im Bahnhof stehen. Die Leute haben die S-Bahn verlassen und sind aus dem Bahnhof rausgelaufen. Geordnet oder in Panik rausgerannt? Ja, zunächst haben wir da keine Erkenntnis, dass jemand in Panik geraten ist, aber dass die natürlich beschleunigt und weggelaufen sind, das glaube ich, ist nachvollziehbar, wenn Menschen die Reaktion. Kann man denn irgendwas dazu sagen, ob der mutmaßliche Täter zum Festnahmezeitpunkt alkoholisiert war? Diese Frage lässt sich erst durch entsprechende Untersuchungen im Krankenhaus und der Gerichtsmedizin klären. Solche Ergebnisse können zu dem Zeitpunkt kommen. Auch die Frage, ob er zum Beispiel unter Drogeneinfluss gestanden ist, das sind Fragen, die im Rahmen der Untersuchung von Blut und ähnlichen Dingen erfolgen und kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ergebnisse haben. Herr Wachner und dann Frau Kleiner, bestimmte Fragen. Gibt es Erkenntnisse zu einer psychischen Vorerkrankung? Polizeilich sind unsere Unterlagen, die ja nur das Betäubungsmittelthema haben, da keine Erkenntnisse. Zum Zeitpunkt der Beschussabgabe standen 2 S-Bahnen im Bahnhof. Oder wurde das Ablauf? Nein, da stand nur eine S-Bahn im Bahnhof. Die S-Bahn, in der die Körperverletzung stattgefunden hat, hatte, nachdem die Personen ausgestiegen sind und die Kollegen mit der Sachbearbeitung begonnen haben, den S-Bahnhof Richtung Stadtmitte verlassen und während der Sachbearbeitung fuhr die andere S-Bahn Richtung Flughafen ein. Also stand nur eine S-Bahn. Der Herr ganz hinten, nehmen wir das aus. Sagen Sie vielleicht mal etwas zur S-Bahn. Ich meine, die S8 ist die sensibelste S-Bahn Münchens. Wie ist die Situation mit dem Flughafen jetzt? Wie lange dauert das noch ungefähr? Die
der S-Bahn-Betrieb jetzt im Bereich dieser S-Bahn ist eingestellt, kann momentan nicht benutzt werden, der Bahnhof. Wie lange das dauert, können wir nicht abschätzen, weil der erste S-Bahnhof wieder freigegeben wird, wenn alle kriminalpolizeilichen Maßnahmen, Spurensuche, Spurensicherung entsprechend in dem Bahnhof abgeschlossen sind. Ich gehe aber davon aus, dass wir das heute im Laufe des späten Nachmittags hinbringen, dass wir damit fertig sind, aber das wird sich natürlich zeigen, welche Spuren die Kollegen da noch zu sichern haben. Ja, die S1. Ich bin noch die S1. Also so ganz unangeschlossen ist unser Flughafen zum Glück nicht. Und insofern möchte ich die Frage jetzt hier nach vorne geben. Genau. Nach dieser Tat wird jetzt die S-Bahn München spezieller kontrolliert, mehr gesichert, dass zu solchen Einsätzen mehr Beamte gehen? Wird es da Veränderungen geben? Es ist viel zu früh, jetzt daraus irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Und es hat ja eigentlich mit der S-Bahn nichts zu tun. Das ist eine Kontrolle oder eine Einsatzsituation, die wir hunderte Male in jedem Jahr haben, wenn es darum geht, einen polizeilichen Einsatz durchzuführen, wo die Information lautet, tätliche Auseinandersetzung, Schlägerei zwischen Personen. Das ist jetzt gerade die S-Bahn, ist eine Besonderheit, aber das hat mit der S-Bahn nichts zu tun. Also insofern ist das Thema für uns jetzt nicht erkannt. Können Sie bitte nochmal kurz erklären, wie schwer jetzt die Polizistin getroffen worden ist und wie fällt sich eigentlich die Munition, wenn sie auf den Körper trifft? Lasst die bayerische Munition auf, bleibt die als Kugel im Kopf stecken, wie muss das sich das vorstellen? Die dienstliche Munition, die wir verwenden, hat eine entsprechende Anstoppwirkung. Das heißt, wenn sie den Körper trifft, gibt sie die entsprechende Schussenergie an den Körper ab. Wenn das Gewebe sozusagen stark genug oder dick genug ist, bleibt natürlich die Kugel auch im Körper stecken, das Projektil im Körper stecken. In dem Fall ist es wohl so, dass eben das Projektil im Körper stecken geblieben ist. Und es ist aber sozusagen eben verbunden mit der entsprechenden Energie an die getroffene Person. Bedeutet aber nicht, dass es an einer anderen Stelle zum Beispiel auch zu einem Durchschluss kommt. Das muss man auch sagen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen entsprechenden kleinen Muskel sozusagen treffen, wo die Geschwindigkeit sozusagen so hoch ist, dass der Schuss kann dann durchgehen. Aber wenn es am Körper selber getroffen wird, wird sehr häufig das Geschoss im Körper stecken bleiben. Muss denn die bayerische Polizei jetzt darüber nachdenken, diese Holstersicherung oder auch dann die eigentlichen Schusswaffenentsicherung sozusagen neu zu konzipieren, wenn das so leicht oder möglicherweise leicht möglich ist, da diese Waffe rauszuziehen? Also zunächst einmal ist das Holster sehr, sehr sicher. Es hat eben zwei Sicherungen. Und jetzt sage ich nochmal, das ist jetzt eine Frage, wie es in dem konkreten Fall bei dem Kollegen, wie der Kollege dieses Holster gerade sozusagen benutzen hatte. Es ist natürlich auch klar, dass wenn der Kollege hier in bestimmte Einsätze geht oder die Kollegin, dass man die erste Sicherung sozusagen öffnet. Aber Sie können immer nur die Waffe so sichern, dass der Kollege sie auch dann letztendlich, wenn er sie braucht, ohne größere Probleme rausbringt. Es gibt eben da keine hundertprozentige Sicherheit und eine hundertprozentige Sicherung. Und wenn ich als Waffenmann oder als jemand, der sich dafür interessiert, weiß, wie das geht, dann bringe ich die Waffe raus. Oder wie gesagt, wenn ich zufällig so an die Waffe hinlange, dass diese Situation so eintritt, dass die Waffe sich entnehmen lässt. Aber die Waffe ist zweifach gesichert. Also es gibt ja jetzt die Situation, dass wir ja generell eine neue Dienstwaffe beschaffen. Auch da legen wir natürlich wieder Wert darauf, dass die Waffe entsprechend sowohl eine Waffensicherung hat, als auch die entsprechende Sicherung in der Holster. Lassen Sie mich kurz ergänzen, das intelligenzsame Verhalten, einem Polizisten die Waffe aus dem Holster nehmen zu wollen, hat es durchaus schon öfter gegeben. Und die Tatsache, dass Sie darüber noch nichts gehört haben, ist ein Indiz dafür, dass die Sicherungen sehr gut funktioniert haben. Die Kollegen merken das und können dann entsprechend agieren. Also das System als solches ist tatsächlich verhältnismäßig sicher, soweit ein System bei einer Waffe sicher sein kann. So, also. Herr Bernst. Trifft es zu, dass die Beamte von zwei Schüssen im Kopf getroffen worden sind? Das ist eine Frage der medizinischen Behandlung, das weiß ich momentan nicht. Ich kenne nur noch den Schuss. Gut, dann
haben Sie jetzt noch die Gelegenheit, eine Frage zu platzieren. Ansonsten würde ich die Runde jetzt gerne damit schließen. Insgesamt wäre jetzt das weitere Vorgehen, dass Ihnen Herr André als auch Herr Weinzierl für O-Töne zur Verfügung steht. Ich würde Sie allerdings bitten, dass wir die Radio- und Fernseh-O-Töne tatsächlich räumlich ein bisschen trennen, damit wir uns nicht wechselseitig stören. Und würde erstmal den Herrn André...